willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Gewalt zwischen Flüchtlingen und Deutschen. Gerät da etwas außer Kontrolle? Haben Staat und Gesellschaft die Situation noch im Griff? Darüber wollen wir diskutieren. Und dazu sind bei uns der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens, Bundesfamilien- und Jugendministerin Manuela Schwesig, der Publizist Jakob Augstein, dessen Veranstaltung in Berlin am Montag von Rechten gestört wurde, der Generalsekretär der sächsischen CDU ist da Michael Kretschmer und der Extremismus Forscher Hans-Gerd Jaschke. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich. Flüchtlinge gegen Deutsche und die Folgen. Herr Augstein, der Polizist, den wir da kurz hören, sagt, es waren die Flüchtlinge, die angefangen haben in dieser besagten Nacht. Und die Antwort ist jetzt eine Ausgangssperre und ein Alkoholverbot für die Flüchtlinge. Ist das dann nicht die richtige Reaktion? Ich tue mich ganz schwer damit, pauschal Kritik an Polizei zu üben. Das gibt ja so Leute, die machen, sagen immer, die Polizisten machen ihren Job nicht gut genug. Ich möchte nicht mit den Leuten tauschen, die sich dazwischen die Rechten und die Flüchtlinge stellen müssen. Allerdings ist es so, dass man in Sachsen eine gewisse Geschichte hat, was die Polizei angeht. Wir wissen alle oder sollten jedenfalls alle wissen, dass es in Sachsen manchmal so ist, dass die Polizei eher Teil des Problems ist als der Lösung. Es gibt rechte Verbindungen. Es gab Hinweise darauf, dass sozusagen Polizisten Informationen weitergegeben haben an rechte Demonstranten. Jetzt nicht in diesem Fall, aber in der Vergangenheit. Insofern, ich weiß nicht, man muss sich ein bisschen fragen, warum kriegen eigentlich die Flüchtlinge Alkohol und Ausgangsverbot und nicht die rechten Gewalttäter? Herr Kretschmer, ist das ein Fehler, dass man sich da auf eine Seite stellt? Man sagt, die Flüchtlinge werden jetzt bestraft, vielleicht dafür, dass sie angefangen haben, aber das Alkoholverbot gilt für die anderen alle nicht. Also zunächst mal gilt, der Freistaat Sachsen ist unglaublich stark dabei, diese rechtsextremistische Gewalt zurückzudrängen. Wir haben da sehr viel gemacht, eine Sonderkommission, ein Programm Weltoffenes Sachsen. Da wird mit aller Intensität gekämpft und die Zahl geht auch nach unten, Gott sei Dank. Das hat sehr viel mit dem Fahndungsdruck zu tun. Jetzt in Bautzen muss man sagen, ist eine Situation, die sich seit Wochen abzeichnet. Sie wird immer schlimmer. Und man muss, glaube ich, schon sagen, da ist vor Ort nicht alles richtig gelaufen. Ich sage aber auch ganz deutlich, die Stadt Bautzen, die ist da etwas überfordert gewesen. Aber das ist eine besondere Herausforderung. Jetzt gilt es, diesen Jugendlichen, die ja als unbegleitete Minderjährige bei uns sind und keine Eltern haben, muss man regeln, muss man Grenzen aufzeigen. Das macht das Jugendamt. Das macht das Jugendamt als der Vormund. Um 19 Uhr sollen sie zu Hause sein. Es gibt keinen Alkohol mehr. Ich halte das für komplett richtig. Und man muss noch einmal sagen, wenn es so richtig ist, dass die Gewalt von den Flüchtlingen ausgegangen ist, ist das nicht in Ordnung. Dann ist das eine Situation, die wir auf keinen Fall dulden können. Hier müssen wir mit aller Härte reagieren. Das darf sich in keiner Weise irgendwie einbürgern und salonfähig werden. Aber sagt man den anderen dann, den Rechten, nicht, ihr habt gewonnen? Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Wir müssen das Problem, was vorhanden ist, lösen. Wenn es in diesem Fall so ist, dass es zum großen Teil von Flüchtlingen initiiert worden ist, ist die richtige Art des Umgangs damit, das deutlich darzustellen und danach zu klären. Und im gleichen Maße und mit der gleichen Deutlichkeit auch diejenigen juristisch zur Verantwortung zu ziehen, die da in irgendeiner Art und Weise auf der anderen Seite gestanden haben oder jetzt die Flüchtlinge durch die Stadt getrieben haben. So geht es nicht. Das ist nicht Bautzen, das ist nicht die Oberlausitz. Das lassen wir uns nicht gefallen. Herr Augstein. Ja, aber was heißt, es ging von den Flüchtlingen aus? Sie wissen doch auch, dass auf Facebook diese 80 Rechten sich ja verabredet hatten für den Abend, um dahin zu kommen. Da muss man dann auch fragen, wusste die Polizei das eigentlich gar nicht? Wie ist es überhaupt zu so einer Eskalation gekommen? Und dann so zu tun, ich meine, 80 Rechte stehen 20 minderjährigen Flüchtlingen gegenüber. Und dann so zu tun, als hätte es da irgendwie so von gleich auf gleich Eskalationen gegeben. Waren, minderjährige Flüchtlinge. Und wenn wir über minderjährige Flüchtlinge reden, dann sind das häufig Menschen, die sehr viel durchgemacht haben, die stark sind, die 18 Jahre knapp erreicht haben. Also das ist etwas anderes als der deutsche Jugendliche, der wohlbehütet aufgewachsen ist. Und trotzdem genießt er den Schutz des deutschen Jugendhilferechts. Das ist auch richtig. Aber hier gibt es eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Wir haben das auch in anderen Städten, auch in meiner Heimatstadt. Und da hilft nur, rechtzeitig reinzugehen, Grenzen aufzuzeigen. Integration verlangt ein offenes und großes Herz, aber auch stringentes Handeln, Grenzen, Stoppschilder setzen. Und das muss gemacht werden. Bautzen, Herr Ahrens, ist jetzt Ihre Stadt. Sie kommen zwar nicht von dort, das ist nicht Ihre Heimatstadt. Bei Ihnen ist es Görlitz, ist das richtig? Knapp daneben, genau. Aber
Sie kennen diese Stadt jetzt und Sie arbeiten dort als Oberbürgermeister und versuchen ja auch einiges. Ist die, ja, diese Ausgangssperre, die jetzt für die Flüchtlinge verhängt wurde und damit in Herrn Augsteins Perspektive eine einseitige Bestrafung einer Seite, eine richtige Maßnahme gewesen oder die falsche? Für einen ganz kurzen Zeitraum ist es gewiss sinnvoll. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das unter anderem auch der Sicherheit derjenigen jugendlichen Flüchtlinge dient, die jetzt noch in der Stadt sind. Das ganz kurzer Zeitraum muss man aber betonen, weil andernfalls würde ich ja das Gewaltmonopol des Staates aufgeben und würde sagen, okay, ich kapituliere vor der Situation. Und das kann es eigentlich nicht sein. Aber auch zu der Frage von dem, wer damit angefangen hat, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so brennend. Denn ganz einfach, wenn sich zwei Gruppen bei mir in der Stadt gewaltsame Auseinandersetzungen liefern, dann kann ich das von keiner Seite aus tolerieren. Und das mit dem Anfang ist in dieser speziellen Situation auch deshalb so uninteressant, weil es nicht besonders schwierig ist, 15- bis 17-jährige Jugendliche zu provozieren. Die müssen noch nicht mal in der Ausnahmesituation sein, in der so unbegleitete Flüchtlinge sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit 16-jährigen Jugendlichen zu tun hatten, gerade Jungs, die sind schwierig. Denen können Sie viel erzählen, aber das ist ja auch wissenschaftlich anerkannt. Deswegen haben wir ein Jugendstrafrecht in Deutschland, dass man genau in dieser Altersklasse eben nicht unbedingt zu vernünftigen Entscheidungen neigt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ja, wir hatten eine gewisse Vorgeschichte an diesem Ort. Das war allerdings eine sehr niederschwellige Vorgeschichte. Mit niederschwellig meine ich, das sind Ereignisse, die sich darum gedreht haben, wie zu laute Musik, Pöbeleien, einzelne Beleidigungen und auch mal eine Körperverletzung, die ohne große Folgen geblieben ist. Mhm. Als das vor einigen Wochen meinen Schreibtisch erreicht hat, das Thema, habe ich anfangs erst mal gar nicht verstanden, warum das überhaupt auf meinem Schreibtisch landet. Weil für mich war das in der Größenordnung Ruhestörung, sage ich jetzt mal ganz bewusst so. Und jetzt, was ist dann jetzt passiert? Ich habe das deswegen, auf meinen Schreibtisch gezogen, weil ich zum ersten Mal zu diesem Zeitpunkt qualifizierte Beschwerden einzelner Anwohner bekommen habe, die mir also geschildert haben, im Einzelfall auch an mich adressiert, was da eigentlich passiert ist. Daraufhin habe ich nachgefragt und habe festgestellt, seit April gingen da die ersten Polizeieinsätze los. Von April bis heute waren es über 70 Polizeieinsätze, aber alles dieses Niederschwellige, womit sich die Justiz auch noch nicht befasst. So. Und was ist dann passiert? Und was dann passiert ist, dass es eben eine ganz kurzfristige Verabredung gab, in rechten Netzwerken auch, sozusagen sich auf dem Kornmarkt zu treffen. Durch die Kurzfristigkeit war natürlich der Polizei schon mal ein gewisses Hindernis in den Weg gestellt, weil die Personaldecke ist ja jetzt nicht so üppig, dass man ständig im 1:1 Zeitverhältnis das Internet beobachten kann. Und dann darf man ja auch eins nicht vergessen, Bautzen ist ja eine Stadt von überschaubarer Größe. Wir haben ja da nicht Polizeikräfte wie in Berlin-Kreuzberg von der Kopfzahl, sondern das ist eine überschaubare Wache. Und wenn da 9 oder 10 Mann Dienst haben, dann ist von denen auch nicht zu erwarten, dass die sich in eine Gruppe von bis zu 100 Gewaltbereiten so richtig reinwerfen. Dass die es nach 90 Minuten im Griff hatten, ist eigentlich eher ein positives Ergebnis, sage ich jetzt mal ganz bewusst in aller Vorsicht. Wie gesagt, nur bezogen auf die Zahl der Polizeikräfte, die da anfangs zur Verfügung standen. Es ist natürlich insgesamt eine extrem unbefriedigende Situation und ich sage auch ganz offen, ich habe das nicht erwartet, dass das so kurzfristig zu so einer Eskalation führt. Weil nach meinem Verständnis sind das Sachen, die kenne ich von früher. Ich habe 25 Jahre in Berlin-Neukölln gewohnt. Da hätte wegen sowas niemand die Polizei gerufen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Dann, Frau Schwesig, ist es dann eine angemessene oder eine nicht angemessene Reaktion, wenn man danach die Flüchtlinge bestraft? Also wenn jetzt vor Ort entschieden wird, dass um kurzzeitig erstmal die Situation zu beruhigen, die Jugendlichen Ausgangssperre haben und Alkoholverbot, was vielleicht Eltern jetzt in dem gleichen Moment auch gemacht hätten, dann muss man das respektieren. Das wird nicht die Dauerlösung sein. Ich glaube, man braucht ja auf Dauer eine Lösung, dass ehrlich gesagt dieser Platz wieder für die Bürgerinnen und Bürger da ist. Denn das war jetzt mein Eindruck, dass die ja sagen, das haben wir eben am Einspieler auch gehört, wir lassen uns da gar nicht mehr blicken, weil der Platz letztendlich schon in anderen Händen ist. Und da sehe ich
nehmen, da sehe ich auch ganz stark das Problem, dass die Rechtsextremen schon auch diesen Platz benutzen und auch das Thema Flüchtlinge benutzen, um Unfrieden zu schüren. Und Fakt ist, dass Sachsen schon seit vielen, vielen Jahren ein massives Problem mit Rechtsextremismus hat und dass das von der Landesregierung auch lange nicht beachtet worden ist. Sagt der Kretschmann, ist viel besser geworden. Jetzt zum Schluss muss ich sagen, im letzten Jahr hat sich einiges getan, aber das ist natürlich sehr viel später als viele andere Länder. Ich kenne das ja aus Mecklenburg-Vorpommern, wir haben auch Probleme mit Rechtsextremismus als viele andere Länder. Und ich mache ja selber als Bundesministerin Extremismusprävention. Da haben wir jetzt mit Sachsen angefangen, was zu machen, aber das kommt sehr, sehr zeitversetzt. Herr Jaschke, um es zu klären, vielleicht mögen Sie die Art Schiedsrichterrolle nehmen als Forscher. Wenn Sachsen jetzt mit Verboten gegen Flüchtlinge reagiert, wirft man den Verantwortlichen vor, den rechten Krawallmachern mindestens implizit Recht gegeben zu haben. Wenn sie nicht reagiert hätten, hätte man ihnen Hilfs- und Tatenlosigkeit vorgeworfen. Wie löst man so einen Konflikt und auch die Eskalation desselben, wie man sie gesehen hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, so klug auf, dass man damit deeskaliert? Und es kommt auf die Begründung an. Wie wird die Ausgangssperre begründet und das Alkoholverbot? Zulässig wäre meines Erachtens ein Grund der Schutz der Betroffenen, also der Flüchtlinge selbst. Wenn die Flüchtlinge selber sich angegriffen fühlen und de facto auch die Gefahr besteht, dass sie angegriffen werden von den Rechten, muss man sie schützen. Und dazu ist ein solches Mittel auch gerechtfertigt, wenn es zeitlich begrenzt ist. Wenn man davon ausgehen kann, das gilt für eine Nacht oder zwei Nächte, es kann natürlich kein Dauerzustand sein. Entscheidend ist also die Begründung dafür. Und Sie haben natürlich recht, es darf nicht sein, dass man die Flüchtlinge bestraft oder dass der Eindruck entsteht, die Flüchtlinge würden bestraft. Das obliegt immer noch deutschen Gerichten, Strafen auszusprechen, aber nicht der Polizei. Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung machen zur Stadt Bautzen und zu Sachsen, damit das klarer wird. Die Zahlen sind hier eindeutig. Das heißt, Angriffe auf Flüchtlingsheime sind in Sachsen besonders stark in den Jahren 2015-16. Gewalt von rechts in Sachsen ist besonders stark, wenn Sie das sehen über 10, 15 Jahre, also langfristig. Vergessen Sie nicht, die NPD saß 10 Jahre im Landtag. Die NPD hat dort auch kommunale Strukturen aufgebaut, die eine gewisse Logistik bereitstellen könnten für alle rechtsextremen Aktivitäten. Und nicht zuletzt, ein letztes, rechtsextreme Einstellungen in Ostdeutschland sind immer noch stark verbreitet. Das darf man nicht vergessen. Das heißt also, es entsteht so etwas wie ein politisch-kulturelles Kleinklima. Was ist mit der Polizei? Auch schon hat die Polizei angesprochen und da zwar sehr vorsichtig, aber doch aufblitzen lassen. Möglicherweise da die Polizei da auch auf dem, sage ich jetzt mal, rechten Auge blind. Sie haben an der Polizeihochschule gelehrt. Sie verstehen ein bisschen was davon. Wie schätzen Sie es ein? Nun, es gab in Sachsen die erste bundesdeutsche Sonderkommission gegen Rechtsextremismus in den 90er Jahren. Ich würde die Debatte darüber, hat die Polizei versagt, ist sie auf dem rechten Auge blind und Ähnliches, eigentlich ungern von der Polizei ausführen, sondern eher von den politisch Verantwortlichen. Das heißt, die Innenministerien sind hier gefragt, das sächsische Innenministerium, der sächsische Ministerpräsident. Das, was die Polizei eigentlich macht, macht sie sozusagen im Auftrag der Politik. Ich würde hier nicht den schwarzen Peter den Polizeibeamten oder den Polizeibehörden zuschieben wollen. Das wäre ein eigenständiges Thema zu fragen, gibt es auch unter Polizeibeamten Rechte? Das wäre nochmal ein Thema für sich. Mhm. Aber hier ist zu fragen, macht die Politik das richtig? Und wenn ich eins dazu hier sagen darf, was mich an Sachsen sehr stört, und das ist schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon, ist, dass die Eigenständigkeit von Rechtsextremismus nicht akzeptiert wird, sondern es ist ständig die Rede von Extremismus, wenn Sie in Verfassungsschutzberichte reingucken, Regierungserklärungen hören, Stellungnahmen der CDU hören. Es ist vom Extremismus die Rede. Die Linken sind gleich mit im Boot. Und das ist eine Rhetorik, die ich überholt glaubte. Wir müssen doch die Eigenständigkeit der Gefahr von rechts sehen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist seit den 90er Jahren ein zentrales Thema der Politik im Freistaat Sachsen. Wir haben jetzt mehrere Koalitionen. Wir sind uns jedes Mal einig gewesen. Wir haben jedes Mal auch aufgestockt. Operatives Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus. Die Zahlen gehen, was Aufklärungsquote angeht, nach oben, sodass wir einen hohen Fahndungsdruck haben. Wir haben ein eigenes Programm, weltoffenes Sachsen. Wir machen eine ganze Menge. Aber ich finde, die Diskussion geht ein bisschen an der Sache vorbei. Wir haben hier ein Problem, das muss man so benennen. Die gab es über Wochen und eben nicht über die letzten 24 Stunden, ein Problem, dass an einem Teil eines Ortes eine No-Go-Area entstanden ist, wo viele Einwohner sagen, so nicht.
Und das hat was damit zu tun, dass Menschen, die zu uns gekommen sind, sich nicht so verhalten haben, wie wir das erwarten. Und ich glaube, es ist nicht am Anfang konsequent dort vorgegangen worden, sodass die Situation eskaliert worden ist. Und das ist eine Sache, die kann man zunächst mal niemandem zum Vorwurf machen, aber man muss sie als solche nehmen. Und Sie verteilen daraus, jetzt die Schuld einseitig. Ich möchte, dass wir daraus lernen und sagen, wir haben als deutsche Gesellschaft, wenn wir Integration ernst meinen, uns Instrumente zu geben, um so etwas am Anfang zu klären und solche Situationen, wie sie jetzt in der letzten Woche entstanden sind, gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich bin Ihrer Meinung und ich finde das toll, dass Sie das sagen und ich unterstütze das und deshalb frage ich Sie, warum Sie bei der Integration Ihrer rechten Bevölkerungsgruppen in den vergangenen Jahren so kläglich versagt haben, denn das ist so. Ich sehe das genauso wie Sie. Hart reingehen, klare Signale geben, genau sagen, hier ist die Grenze, wohin die demokratische Gesellschaft das mitmacht. Und das haben Sie alles nicht gemacht, und zwar nicht bei den Ausländern, sondern bei den Rechten, die Sie haben. Ihr stellvertretender Ministerpräsident, Herr Dulich, hat gesagt, dass Sie ein Problem haben in der sächsischen Polizei. Führungsproblem, qualitatives Problem, das sagt jetzt ja nicht ich, das sagt Ihr eigener stellvertretender Ministerpräsident. Ich glaube, der das. Ich glaube, dass dieser Satz. Aber da können Sie mal sehen, Entschuldigung. Ich glaube, dass ihm dieser Satz mittlerweile sehr, sehr leid tut. Er hat ihn zurückgenommen. Die sächsische Polizei in so einer Art und Weise zu verunglimpfen, ist unmöglich. Aber diese Leute halten den Rücken hin, dass es da, wie Sie sagen, den einen oder anderen geben kann. Das wird man nicht ausschließen können. Aber in so einer Weise über die Polizei zu sprechen, ist doch verheerend. Das sind die Leute, die den Rücken hinhalten, die unseren Staat und uns alle schützen. Die offenbar eben nicht, um die es hier geht. Das muss man ganz klar sagen. Da müssen Sie dann vielleicht trennen. Herr Augstein, wenn ich da mal kurz eingreifen darf. Da muss ich Ihnen wirklich ganz vehement widersprechen. Ich sehe das ja vor Ort. Ich kenne auch die Polizisten nicht nur in Bautzen, auch in der Region. Habe ich da einen gewissen Überblick. Und es ist wirklich vollkommen falsch, denen solche Vorwürfe zu machen. Ich sehe es eher in der Richtung, wie es hier schon gesagt wurde, dass es eben, wenn überhaupt, eine Frage der politischen Führung ist. Ich kann das aber nicht bestätigen, dass die Polizei irgendwie auf dem rechten Auge blind ist. Bei uns in Bautzen definitiv nicht und auch in der Region kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Punkt eins, da kenne ich einige. Ich bin auch mit einer Polizistin verheiratet. Von daher kenne ich natürlich auch ein paar Interne aus der Region. Ich weiß, dass sie selber in ihrer eigenen Dienststelle als Linke in Anführungszeichen betrachtet wird. Werden Sie, glaube ich, auch betrachtet. Ja, parteilos, aber gewählt worden, glaube ich, wenn ich es richtig sagen darf, nicht von der CDU, sondern von Linksparteien. In der Tat nicht. Ich gelte auch als Linker. Ich bin ja auch angetreten mit dem Slogan, dass es mit mir keine Politik gegen Flüchtlinge geben wird. So viel übrigens mal zum Thema, dass Bautzen ein rechtes Nest ist. Wenn Bautzen wirklich ein rechtes Nest wäre, wäre so jemand wie ich, so ein linker Vogel, der irgendwie auch noch auf humanitäre Werte setzt und sich ganz klar für die Flüchtlingspolitik engagiert hat, niemals gewählt worden. Also da kann schon mal was nicht stimmen. Nächster Punkt, was ich sehr interessant finde, es interessiert mich auch wirklich, ich spreche mit vielen Leuten in meiner Stadt, da gibt es eigentlich kaum jemanden, der das Lebensgefühl hat, in einer rechten Hochburg zu wohnen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Ich war 24 Stunden nach den Krawallen auf dem Kornmarkt. Als das passierte, war ich selber nicht in Bautzen, war ich auf einer Dienstreise. War auf dem Weg nach Düsseldorf. Als ich das erfahren habe, morgens, was passiert war, habe ich mich gleich wieder ins Auto gesetzt, bin zurückgefahren, weil ich mit den Leuten vor Ort auch reden wollte. Und war anfangs ein bisschen schwierig, weil 10 Minuten, Viertelstunde bin ich erstmal nur im Prinzip nicht zu Wort gekommen. Mhm. War nicht ganz so schön, war mir aber relativ egal, weil mich wirklich interessiert, was treibt die Leute um. Ja. Und da haben viele Leute auch gesagt, wir sind gegen die Flüchtlinge, aber wir sind deswegen doch noch keine Nazis. Wir haben da ein paar Bilder auch von gesehen durchaus. Wir möchten sie Ihnen, meine Damen und Herren, auch noch mal zeigen, weil tatsächlich bekommt man nicht den Eindruck, dass die Bürger oder Teile der Bautzener Bevölkerung, wenn die das denn waren, wissen Sie sehr viel besser als wir, dialogbereit wären. Aber hören wir mal rein. Herr Arndt, dieser Mensch, der echt viel Unfug redet, da sagen Sie, ja, das ist mir bekannt und stimmen ihm zu. Ärgern Sie sich da im Nachhinein? Nee, der gute Mann war, kann man ruhig mal so offen sagen, der war sehr erregt, der war auch deutlich alkoholisiert. Und es bringt in der Situation wenig, ihm zu sagen, du bist ja total besoffen, red doch keinen Scheiß. Wieso eigentlich nicht? Entschuldigung. Ich meine jetzt mal im Ernst, warum sagen Sie nicht, ey, komm, weißt du, und so, und manchmal trinke ich auch ein zu viel, aber lass jetzt mal nicht über Politik reden. Das verstehe ich nicht, also das verstehe ich echt nicht. Weil wenn einer so anfängt, dann sind der ist doch jenseits von jeder Ansprechbarkeit.
Das war er in dem Moment sicherlich auch. Aber er war auch nicht der Einzige auf dem Platz. Ich war lange auf dem Platz und das ist natürlich eine spektakuläre Szene gewesen. Ich hatte jedenfalls keine Intention, an dem Abend in irgendeiner Form Öl ins Feuer zu geben. Ja. Interessanterweise gab es hinterher auch eine längere Diskussion, an der er sich dann sogar noch beteiligt hat, auch mit, wieder mit sachlichen Beiträgen, weil das war ja nun nicht sachlich an der Stelle. Das ist dann aber nicht gefilmt worden. Ist mir auch relativ wurscht, ob das gefilmt wurde oder nicht. Mhm. Weil ich bin da hingegangen, um mit den Leuten zu reden und nicht um mir Einzelne rauszugreifen und zu sagen, mit dir rede ich nicht. Und das geht, glauben Sie. Man kann mit, auch mit Rechten, von mir aus auch mit Rechtsextremisten reden. Na, selbstverständlich. Man muss sogar mit denen reden, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ich kann mich doch nicht hinstellen und kann sagen, deine Position gefällt mir nicht, deswegen rede ich nicht mit dir. Und Sie das, ist sind, auch sind doch, das sind doch gerade die Leute, die am, meine Position am stärksten hinterfragen, beziehungsweise am stärksten, sage ich jetzt mal, verachten, teilweise sogar. Mit denen muss ich doch gerade reden, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Muss man das, Frau Schwesig? Also ich bin jetzt ehrlich gesagt weit davon entfernt, Herrn Ahrens jetzt hier irgendwie gute Vorschläge zu geben. Man kann, wenn man es sieht und von außen immer hinterher sagen, man hätte es so oder so machen müssen. Ich habe jetzt großen Respekt davor, dass er als Bürgermeister klare Haltung zeigt, dass er sagt, obwohl er weiß, dass er so eine Szene dort hat, es ist richtig, dass wir Flüchtlinge aufnehmen und die gehen jetzt hier auch nicht weg, sondern wir behalten sie. Und dass er versucht, auch den Versuch macht, dort in einer aufgeregten Situation auf dem Marktplatz das Gespräch zu suchen, das kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist die Grenze dort, muss ich wirklich sagen, wo wir klare Rechtsextreme haben, auch rechtsextreme Gewalttäter. Da müssen wir aufpassen. Wir haben ja auch sozusagen, sie vertreten die ganze Stadt, man vertritt das Land. Und also ich jedenfalls suche nicht den Dialog mit rechtsextremen Gewalttätern. Da finde ich, muss unser Rechtsstaat klare Kante zeigen. Ich will das nochmal sagen, klar muss doch sein, dass egal von welchem Jugendlichen, ob hier aufgewachsen oder als Flüchtling, Hetze und Gewalt dürfen wir nicht dulden. Dafür gibt es auch ein klares Strafrecht und das muss dann greifen. Die Frage letztendlich der Auseinandersetzung, finde ich, muss auch schon viel früher beginnen. Und da sind wir auch im Gespräch, was können wir jetzt eigentlich auch in Bautzen zum Beispiel tun? Konkret die Kräfte, die sind zurzeit nicht sichtbar, aber wir haben ja dort auch Zivilgesellschaft, die auch versucht, dem etwas entgegenzusetzen, diese Kräfte zu stärken. Aber was jetzt erstmal passiert ist, wir haben eben darüber schon gesprochen, über die Ausgangssperre, die gegen die Flüchtlinge verhängt worden ist, das Alkoholverbot, das gegen die Flüchtlinge verhängt worden ist, hat zunächst mal jetzt dazu geführt, haben Sie auch gelesen, dass sich Rechte dadurch wirklich gestärkt fühlen und das Gefühl haben, Sie hätten jetzt das Heft in der Hand. Mal, wenn Sie das lesen, war es dann doch falsch, so vorgegangen zu sein, wie man vorgegangen ist, eine Ausgangssperre zu verhängen, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich will es nicht totreiten, weil Sie damit den Rechten erkennbar das Gefühl gegeben haben, Sie diktierten inzwischen Maß und Richtung nicht zuletzt der Flüchtlingspolitik, aber in jedem Fall die Richtung der Bautzener Politik. Ob das so ist, das bestimmen nur wir alleine als Politik und als Gesellschaft. Und ich bin sehr entschieden der Meinung, dass wir das nicht tun sollten, sondern dass wir die Dinge klären sollen, wo es Probleme gibt. Und wenn es ein Problem mit in dem Fall minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gibt und übrigens mit ganz, ganz wenigen. Der überwiegende Teil möchte hier integriert werden, gibt sich Mühe und es gibt einige wenige, die auffallen. Und mit denen müssen wir so klarkommen, dass am Ende für alle ein vernünftiges Leben möglich ist. Ich möchte noch einmal klarstellen. Darf ich einhaken? Haben Sie nicht das viel größere Problem mit den Rechten? Sie haben jetzt zum zweiten Mal wieder gesagt, wenn wir hier ein Problem mit den Flüchtlingen haben, aber wir haben Ihnen vorgestellt, jetzt gerade wie reagiert wird. Wenn in diesem Punkt die Auseinandersetzung und das Problem im Wesentlichen dadurch entstanden ist, dass es Flüchtlinge, einige unbegleitete Minderjährige, andere waren, die diesen Marktplatz da okkupiert haben und wir es nicht hingekriegt haben, ihnen klar zu machen, wie man sich in Deutschland verhält, wie man hier vernünftig miteinander umgeht, dann ist das das Problem und das muss geklärt werden. Wo kamen die 80 Leute her? Jetzt muss man noch einmal sagen, einen Moment bitte. Es gibt keine Ausgangssperre, sondern die Jugendlichen sollen, die unbegleiteten Minderjährigen, sollen um 19 Uhr zu Hause sein und man hat den Minderjährigen Unbegleiteten gesagt, bitte, ihr trinkt jetzt keinen Alkohol mehr. Das ist das, was Eltern mit ihren Kindern genauso tun würden, wenn das eigene Kind auf diesem Marktplatz gesessen hätte und das getan hat. Ich halte das für total legitim. Ich halte das für richtig.
dass nur die Flüchtlinge Schuld an dieser Situation hätten. Doch, Sie haben nicht einmal jetzt über die Rechten gesprochen. Sie wollen warum mit uns nicht? Über Bautzen sprechen. Und in Bautzen ist das die Situation gewesen. Das Problem ist dadurch entstanden. Und deswegen muss man es auch so benennen. Die Polizei hat es in ihrem Bericht ganz klar festgelegt. Ich freue mich darüber, dass es nicht Leute, wie in Köln oder an anderen Stellen versucht wird, irgendwie zuzudecken, sondern hier gesagt wird, hier kommt das Problem von dieser Seite. Und deswegen sollten wir uns der Sache stellen. Je eher wir das beseitigt haben, je eher kann man den anderen auch sagen, es gibt keinen Grund, Bautzen zu instrumentalisieren von Rechtsextremisten. Und heute sieht man das ja auch von einigen Antifa-Extremisten, die da auch noch demonstriert haben. Herr Jasch, gehöre ich falsch zu? Herr Kretschmer, es geht doch dort um eine Interaktion, um ein Verhalten einer Gruppe, Flüchtlinge, und einer anderen Gruppe, Rechtsextremisten. Die verhalten sich zueinander. Und dann können Sie doch nicht sagen, eine Gruppe sind die Guten, die anderen sind die Schlechten oder die Bösen. Denn das machen Sie die ganze Zeit. Es geht um eine Interaktion, und wenn sich jemand fehlverhalten hat, kommen die aus beiden Gruppen natürlich. Also, da gab es Flüchtlinge, die haben sich nicht richtig verhalten, und die Rechtsextremen natürlich auch nicht. Und Sie müssen dort das Klima sehen. Dort ist im weiteren Umfeld ein Klima von Pegida. Nein. Und die Aggressivität, die ich eben gehört habe, in den Äußerungen, das hat mich sehr stark Leipzig erinnert. Lassen Sie mich doch gerade mal zu Ende reden. Das kenne ich von Pegida, solche Reden. Also hohe Aggressivität, rhetorische Aggressivität, Vereinfachung komplexer Probleme, runterbringen auf simpelste Formen. Ob da Alkohol im Spiel war, weiß ich nicht, mag ja sein. Aber das erleben wir doch von Pegida und anderen schon seit langem. Wir können doch nicht davon wegschauen. Findet das statt, was jetzt in Bautzen stattfindet, in einem politisch kleinen Klima hier von Pegida? Nein, wir müssen ganz klar sagen, die Aktion ist von einem Teil der Flüchtlinge gekommen. Und Rechtsextremisten haben sich draufgesetzt. Und das ist eine bittere Entwicklung. Wir hätten vorher dafür sorgen müssen, dass das nicht passiert. Das darf nicht passieren. Man darf diesen Rechtsextremisten dieses Thema nicht geben. Und deswegen gilt es, jetzt daraus zu lernen, in Bautzen, aber auch an allen anderen Stellen, dass wir konsequent damit umgehen und uns Instrumente geben, auch Werkzeuge geben, um damit vorzugehen. Ich bin sehr der Meinung, dass diejenigen, die so etwas schreiben als Rechtsextremisten oder da hinterherlaufen und die Flüchtlinge über die Friedensbrücke treiben, dass man die mit aller Härte versucht zu greifen und sie auch vor den Richter stellt. Das ist überhaupt keine Frage. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Geschieht das, Herr Ahrens? Ja, das will ich doch sehr hoffen, dass das geschieht. Ich muss Ihnen in einem Punkt recht geben, Herr Kretschmer. Es ist tatsächlich ein Fehlverhalten auch aus der Gruppe dieser jugendlichen Flüchtlinge zu beobachten gewesen. Mhm. Aber deswegen hatte ich das vorhin auch erwähnt. Das ist relativ niederschwellig. Für mich als Juristen, insbesondere mit der Erfahrung aus Neukölln, eine Sache, wo ich erst recht nicht damit gerechnet hätte, dass das so viel Unmut in der Bevölkerung auslöst. Das habe ich, wie gesagt, das sage ich gerne nochmal, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber, und das ist das große Aber, was ich erst recht nicht tolerieren kann, ist, dass es eine Gruppe gibt, völlig egal, wo die herkommt. Ob das Rechtsextreme sind, ob das normale Bürger sind, die der Meinung ist, wir machen jetzt mal so eine Art Bürgerwehr, verabreden uns im Internet und hauen dann mal ordentlich auf die Platte, im wahrsten Sinne des Wortes. Platte ist nämlich der umgangssprachliche Ausdruck für diesen Platz in der Stadtmitte. Und das ist was, da springe ich echt aus dem Anzug. Das ärgert mich wahnsinnig. Und ja, was ist denn mit der Zivilgesellschaft in der Stadt? Warum stehen die Menschen nicht auf, auch gegen die Rechten? Das vermisse ich so ein bisschen. Wir haben eine Zivilgesellschaft in der Stadt, die ist auch sehr aktiv. Die ist auch zahlenmäßig, also rein kopfmäßig stärker als die, ich sage jetzt mal, Rechtsextremen, die wir in der Stadt haben. Das ist ja gerade was mich da zusätzlich geärgert hat, dass diese Krawallnacht eben auch von auswärtigen Gewalttätern genutzt wurde. Also ich, von den 80 Leuten, ich war wie gesagt nicht da, aber was man so von Augenzeugen berichtet, da waren 20 bis 40, die nicht aus Bautzen waren und da eben mitgemacht haben. Heißt im Umkehrschluss, natürlich waren da auch Bautzener dabei. Haben wir am Tag danach haben wir das auch Bautzener Bürger mitgeteilt, dass sie da waren. Ja gut, was ich aber vermisse, sind Demonstrationen, Lichterketten, öffentliche Bekundungen der Bevölkerung gegen Rechts, gegen Gewalt schlechthin. Das fehlt meines Erachtens. Nee, da muss klar werden, dass die Bevölkerung dagegen ist. Das haben wir schon eine ganze Weile. Wir hatten ja im Februar den Brand einer vorbereiteten Flüchtlingsunterkunft. Da hatten wir diese Aktion auch in großem Maße, weil es war sofort klar, dass es Brandstiftung ist. Mhm. Wir wissen bis zum heutigen Tage nicht, was der tatsächliche Hintergrund war. Haben Sie auch das Problem mit brandstiftenden Flüchtlingen? Das ist unsachlich. Es steht bis zum heutigen Tage nicht fest, was die tatsächliche Motivation für diese Brandstiftung war. Nichtsdestotrotz haben wir uns der Diskussion natürlich gestellt und wir hatten eine breite Reaktion der Zivilgesellschaft in Bautzen, weil eben auch die Möglichkeit bestand, dass es einen politischen Hintergrund hat, dass das Haus gebrannt hat. Mhm. So, und
Wir haben in Bautzen eine sehr engagierte Zivilgesellschaft. Wir haben in Bautzen auch mehr Flüchtlinge aufgenommen, als wir laut Landkreisschlüssel hätten aufnehmen müssen. Die werden auch sehr gut betreut. Und die übergroße Mehrheit der Flüchtlinge ist auch so, dass sie überhaupt kein Stein des Anstoßes sind. In den letzten Monaten hat das Thema, ich habe regelmäßig einmal die Woche 5 Stunden Bürgersprechstunde, ich spreche viel mit den Leuten auf der Straße, ich werde oft angesprochen, das Thema Flüchtlinge und Probleme hatten wir, wenn ich jetzt mal die Gruppe am Kornmarkt ausklammere, diese paar Jugendlichen, hatten wir nicht auf der Agenda. Das heißt, es lief geräuschlos und ruhig. Unter anderem auch deswegen, weil wir eine Zivilgesellschaft haben, die sich da auch als Paten sehr engagieren. Gut, die arbeiten am Rande ihrer Belastbarkeit, aber es funktioniert. Und so. Jetzt stehen Sie jetzt unter der Fuchtel dieser Rechten? Ja, wie kommen Sie denn auf den Trichter? Weil jetzt mal ganz ehrlich. Erstmal die Sätze ernst nehme. Wenn die sagen, wir können ja neu mobilisieren, und das haben Sie eben auch erzählt, Ihnen war das Problem nicht so geläufig, mindestens kam es Ihnen, schönes Wort, niederschwellig vor. Dann gelingt es aber, eine derartige Nacht wie die von Mittwoch auf Donnerstag hier anzuzetteln. Ja. So haben Sie es beschrieben. Also fühlen Sie sich da jetzt gefährdet, dass das auch wieder geschehen kann? Dann, wenn diese rechten Gruppen, wie Sie schreiben, den Eindruck haben, es läuft nicht so, wie Sie es für richtig finden? Also wenn das wieder passieren wird, da bin ich mir absolut sicher, auch aufgrund der Reaktionen, der deutlichen Reaktion der sächsischen Landesregierung, das werden wir nicht tolerieren. Da werden dann auch Polizeikräfte dazu gezogen. Darum alleine geht es aber nicht. Es geht darum, wie ist denn die Akzeptanz der Bevölkerung von den Flüchtlingen? Das ist doch ein entscheidender Punkt. Die Akzeptanz der Bevölkerung, was die übergroße Mehrheit der Flüchtlinge angeht, ist gut bis unauffällig. Natürlich haben wir auch eine Gruppe, die unabhängig davon, ob die sich ruhig verhalten, ob das vorbildliches Verhalten ist. Wir haben eine ganze Reihe von Syrern in Bautzen, die sagen, Mensch, wir finden es toll, dass wir hier sein dürfen, aber wir wollen euch eigentlich nicht auf der Tasche liegen. Mhm. Die suchen nach jeder Möglichkeit, ihr eigenes Geld zu verdienen. Das sind, ich sag mal, vorbildliche Flüchtlinge. Wir haben das Glück, dass wir viele Syrer in Bautzen haben. Deswegen läuft das auch so ruhig. Das heißt, selbst bei denen, die das Thema sehr kritisch sehen, und das hat man ja zur Zeit des Hotelbrandes gesehen, wie die Gräben da in der Stadt verliefen. Man hat es auch gesehen, als der Bundespräsident da war und angeschrien wurde als Volksverräter in Bautzen. Er war 6 Stunden in der Stadt. Und da waren Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Leuten auf den Straßen. Ich war die ganze Zeit an seiner Seite, die ganzen 6 Stunden. Er ist 30 Sekunden lang von 6 Leuten angeschrien worden. Und das ist die Szene, die im Fernsehen gezeigt wurde. Sorry, aber das, ich will jetzt hier keine Medienschelte betreiben. Machen Sie gerade. Doch, natürlich. Ja gut, wenn das schon als Medienschelte durchgeht, dann mache ich gerne Medienschelte, weil dann haben sie es auch verdient. Weil das gibt einfach ein schräges Bild. Das ist natürlich eine tolle Meldung. Der Bundespräsident hat das übrigens ganz locker weggesteckt. Der sagte mit einem Lächeln zu mir, warum soll es mir besser gehen als der Kanzler? Herr Ahrens, das Schlimme ist nur, es passt ins Bild. Die Bundeskanzlerin ist ein paar Kilometer weiter ähnlich attackiert worden. Die Pegida-Reden, ich sagte schon, verheißen Ähnliches. Es passt ins Bild, das ist ja das Schlimme. Ja gut, aber wenn man diesen allgemeinen Verdacht hat, ist das nichts. Was das Problem an diesem Bild ist, und ich glaube, darum geht es gerade Herrn Ahrens, dass der Eindruck ist, dass es nur das gibt. Und jetzt sehe ich die Gefahr, dass Sie logischerweise in so eine Verteidigungsrolle kommen und dass man dabei vergisst, vielleicht mal jetzt die stark zu machen, die dem etwas entgegensetzen. Sie haben ja völlig zu Recht gefragt, wo sind eigentlich die, die aufstehen und sagen, sowas wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Flüchtlinge hier bei uns gejagt werden. Ja. Wir wollen auch nicht, dass hier der Bundespräsident sozusagen so angezählt wird. Und da will ich noch mal sagen, da dürfen wir auch nicht weggucken. Es gibt ganz viele Rückmeldungen von diesen Ehrenamtlern, die sich mittlerweile zurückziehen. Nicht nur in Sachsen, in ganz Deutschland. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Ehrenamtlern, die sagen, wir werden mittlerweile angepöbelt dafür, dass wir Flüchtlingen helfen. Mhm. Wir fühlen uns nicht mehr sicher. Und da gibt es eine große Unsicherheit, eine große Kultur der Angst. Und deshalb will ich es nochmal sagen, es ist schon so, dass wir auch ehrlich aussprechen müssen, dass wir ein Problem mit Rechtsextremismus haben, im ganzen Land, in ganz Deutschland, aber eben speziell in Sachsen. Und ich will es auch nochmal sagen, das hat man heute auch ein bisschen an Ihrer Haltung gesehen. Es ging dann immer wieder zurück, ja, aber die Flüchtlinge haben doch angefangen, die haben doch angefangen. Dabei muss man ganz ehrlich sagen, egal wer da mitmacht, egal welcher Jugendliche, das geht gar nicht. Und mal zu sagen, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus, das hat Ihr Ministerpräsident nie getan. Der Erste, der es gemacht hat, war Martin Dulich. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ob er das mit der Polizei gesagt hat, weiß ich nicht. Aber er hat zugegeben, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus im Land und wir fangen jetzt erst an,
über Programme zusammenzureden, wie wir es besser machen können. Und was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass jetzt mal wieder die, die da was gegensetzen, in den Mittelpunkt kommen und dass wir die stark machen. Weil es kann nicht sein, dass sich mittlerweile alle zurückziehen, weil sie wirklich das Gefühl haben, dass die Rechten hier jetzt diktieren, wie es zu laufen hat. Ich möchte eins ergänzen. Herr Ulich hat vor 12 Sekunden oder vor 13 dann inzwischen getwittert, dass er keinen Satz davon zurücknimmt, von dem, was er gesagt hat, woraus Sie ja jetzt zum ersten Mal gehört haben, dass sich der Freistaat Sachsen und die Politik dort dazu bekennt, dass sie ein besonderes Problem mit Rechtsextremismus haben. Also für mich ist es klar, dass... Herr Dulich ist 30 Kilometer entfernt von Bautzen. Sie erinnern sich, 1991 über 30 Verletzte. Mhm. Damit fingen die Pogrome in den 90er Jahren, und das Wort, das sollten wir dafür auch benutzen, das war's, fingen in Sachsen an, 35 Kilometer nördlich von Bautzen. Können Sie die Dinge ja permanent wiederholen und sagen, Sachsen hat ein besonderes Problem. So zu tun, als wäre das wir jetzt haben so seit 1991, seit Hoyerswerda... Jede Regierung für sich, mit der Zivilgesellschaft, mit den Lehrern, mit der Landeszentrale für politische Bildung, in verschiedensten Bündnissen, diesen Kampf gegen den Rechtsextremismus geführt. Und ich finde es wirklich unredlich, diesem Land einen besonders leichtfertigen Umgang zu unterstellen. Das ist eine Zumutung. Es ist genauso eine Zumutung, wenn ein stellvertretender Ministerpräsident der SPD die gesamte sächsische Polizei unter Verdacht stellt. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's in keinem anderen Land. Wo sind wir denn hier hingekommen, dass Demokraten bei diesem Thema so in einer Weise miteinander reden. Es ist doch vollkommen klar, dass der Rechtsextremismus eine Sache ist, die wir alle gemeinsam mit aller Entschiedenheit bekämpfen. Und jetzt auf der anderen Seite muss doch auch richtig und möglich sein, dass wenn es Fehlentwicklungen, Probleme gibt in diesem Bereich der Flüchtlinge, dass man sie benennt, und zwar nicht, um irgendjemanden zu stigmatisieren, sondern eine Lösung nach vorn zu entwickeln, wie man anders damit umgehen kann. Um nichts anderes kann es ja gehen. Herr Ockstein, Hoyerswerda ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel. Hoyerswerda hat unheimlich lange mit diesem Ruf zu kämpfen gehabt. Die haben mittlerweile eine extrem aktive und agile Zivilgesellschaft da aufgebaut. Das war das Ergebnis dieser Vorfälle Anfang der 90er Jahre. Mhm. Also in Hoyerswerda hat man erst recht nicht das Gefühl, in einer rechten Hochburg zu sein. Was die da geleistet haben, ist vorbildlich. Das heißt ja nicht, dass sie da keine Rechtsextremen mehr haben. Ja? Das schließt sich ja nicht aus. Ist es denn so, dass der Rechtsextremismus in Ostdeutschland und speziell in Sachsen auf fruchtbareren Boden trifft als anderswo? Und warum ist das so? Dann suchen wir doch mal, ohne anzuklagen und ohne vorzuwerfen, nach einer Erklärung. Wenn Sie ausgehen von Straftaten, wenn Sie ausgehen von Meinungen und von Wahlergebnissen, dann ist Ostdeutschland über 20 Jahre hin besonders betroffen. Das ist so. Die Frage, woran liegt das? Gibt es viele Erklärungen. Punkt 1, westdeutsche Rechtsextremisten sind nach Ostdeutschland gekommen. Funktionäre Parteien haben versucht, dort politisch zu agieren. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Grund ist der, die ostdeutsche Gesellschaft hatte nie, wie die westdeutsche Gesellschaft, die Chance, Migration und multiethnisches Miteinander am Arbeitsplatz zu lernen. In Westdeutschland sind die sogenannten Gastarbeiter seit den 50er Jahren in Betrieben und Verwaltungen tätig gewesen, zusammen mit Westdeutschen. Dort hat man sich gestritten, wieder vertragen und wieder gestritten und wieder vertragen, das, was das Leben ausmacht. Also Integration über Arbeit. Das hat es in Ostdeutschland so nie gegeben, nach 1990. Und diese Erfahrung fehlt, und das ist eine wesentliche Erfahrung. Auch deswegen gibt es in Ost- und Westdeutschland unterschiedliche Wahrnehmungen von Migration und von multikultureller Gesellschaft. Lassen Sie mich ein letztes noch sagen. Die großen Projekte in Westdeutschland, die ganz großen, Westbindung, Wiedervereinigung, Entspannungspolitik und so weiter, die waren ja getragen auch von der Bevölkerung. Mhm. Während jetzt große Projekte wie die EU etwa, Europäische Union oder die Vertiefung der europäischen Einigung, nennen wir es ruhig mal so, oder ein multikulturelles Deutschland, die sind nicht wirklich getragen von der Bevölkerung, nicht wirklich. Es sind Elitenprojekte. Das sind Projekte von wirtschaftlichen, kulturellen, politischen Eliten. Und die Bevölkerung, wie sagt man so schön, wird nicht wirklich mitgenommen. Das Tempo der Modernisierung ist schnell, vielleicht zu schnell. Das alles sind Fragen, wo man nachbohren müsste, wenn man nach den Ursachen fragt, warum gibt es Rechtsextremismus. Und das zeigt aber auch, es ist leider Gottes ein langfristiges Problem. Wir werden noch lange damit zu tun haben. Können Sie was damit anfangen, Frau Schlesig, mit den Erklärungen? Oder sagen Sie als Ostdeutsche geboren dort, nee, also sorry, ich werde hier beschrieben in einer Art und Weise, die mit mir gar nichts zu tun hat?
Viel der Analyse kann ich teilen, aber ich warne davor, es sozusagen wieder in eine Ost-West-Debatte zu machen, ja. Weil das Problem Rechtsextremismus, aber da sind wir, glaube ich, auch eng beisammen, gibt es in Gesamtdeutschland. Ich denke nur daran, welche Ausschreitungen wir hatten in Köln mit den Rechtsextremen, die sich mit Hooligans verbunden haben. Wir sehen, was bei der NSU los war. Also das ist eigentlich das Problem, dass schon diejenigen, die mit Rechtsextremismus seit vielen Jahren zu tun haben, ich zähle dazu, weil ich auch in einem Land lebe, wo Rechtsextreme versuchen, Dörfer zu unterwandern. Und die kommen dann nicht so gewalttätig und krawallig. Die wohnen dann, versuchen in einem Dorf, zum Beispiel Jamel, da gibt es nur noch ein Ehepaar, was sich dagegen wehrt, das Ehepaar Lohmeier, versuchen dort zu leben und eine national befreite Zone auszurufen, versuchen sich dann sozial zu engagieren. Das ist noch fast schwieriger, damit umzugehen. Und deshalb kenne ich sehr lange das Problem und habe mich immer gesträubt zu sagen, das ist nur ein Ostdeutsches, da hat Politik lange eigentlich weggeschaut, dass wir das Problem in ganz Deutschland haben. Aber es wird in den Regionen unterschiedlich mit umgegangen. Und es ist schon so, dass die sächsische Landesregierung nicht immer zu allen Zeiten das ernst genommen hat. Über viele Jahre hinweg wurde es unter den Teppich gekehrt. Und Martin Dulich ist der erste Politiker jetzt, der sozusagen mal sagt, wir haben da ein Problem und wir müssen da auch was machen. Und jetzt ist die spannende Frage, was muss man machen? Und da will ich wirklich noch mal drauf zurückkommen, dass das, was wir da jetzt erlebt haben in Bautzen, das ist ja sozusagen die Eskalation. Die Frage ist ja, komme ich da vorher ran? Komme ich an auch rechtsextreme Strukturen ran? Und da gibt es in vielen Ländern, jetzt endlich auch in Sachsen, aber in vielen Ländern sogenannte Demokratiezentren, mobile Beratungsteams, die rausfahren, die versuchen in solchen Situationen auch zu moderieren. Manche belächeln das und sagen, ja, das wollt ihr dann noch mit Sozialarbeitern anfangen. Aber ich sage mir, wir müssen die Jugendlichen abholen, bevor sie gewalttätig unterwegs sind. Und die Leute, die da arbeiten, die fühlen sich mittlerweile bedroht, die haben keine sicheren Jobs. Und das zu ändern, langfristig solche Präventionsarbeit zu machen, Sicherheit besteht nicht nur aus vielen Polizisten, sondern aus präventiver Arbeit mit Jugendlichen, das ist jetzt eigentlich Aufgabe, das haben wir angefangen. Ich habe ein entsprechendes Gesetz jetzt vorgelegt, dass wir sowas auch dauerhaft finanzieren können. Das ist der eine Punkt. Und zurückzukommen noch mal einmal zu den unbegleiteten Flüchtlingen, über die haben wir heute nur ganz verkürzt gesprochen. Das ist ein kleiner Teil, der hier sich nicht an die Regeln hält. Der große Teil kommt hierher, will schnell Deutsch lernen, einen Beruf machen. Ich kenne diese Jugendlichen, die in WGs leben und das gut machen. Und da kann ich nur sagen, wir brauchen mehr Integration, diese jungen Menschen zu begleiten. Es kommt immer wieder Druck, gerade von der CDU, dass diese Jugendlichen eben nicht von der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden sollen, sondern in diese großen Aufnahmeeinrichtungen kommen sollen. Aber da würden wir sehen, was passiert, wenn die alleine gelassen werden. Und in Sachsen ist zum Beispiel der Schlüssel, wie viele Leute stehen eigentlich zur Verfügung, um diese Flüchtlinge, die hier ohne Familie kommen, zu betreuen, der ist sogar abgesenkt worden. Und ich sage, das sind dann Fehler. Wir sollten die nicht alleine laufen lassen. Wir sollten zusehen, dass die wirklich schnell integriert werden, weil ein großer Teil will es machen. Der sich nicht an die Regeln hält, ist klar, dann muss das gelten, was für unsere eigenen Jugendlichen gilt. Da muss das Jugendstrafrecht ran. Diskutieren wir gleich drüber, inwiefern die Politik, vertreten durch die Landesregierung, aber vertreten auch durch den Bund und auch durch Ihr Ministerium, genügend tut, um unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu helfen. Aber schauen wir uns erstmal an, um uns mit der Thematik ein bisschen eingehender zu beschäftigen, was denn dabei eigentlich die große Herausforderung ist. Herr Jaschke, was sagen Sie? Sie beschäftigen sich auch damit. Sie sind jetzt wissenschaftlicher Berater eines Landesprogramms in Berlin mit dem langen Namen Radikalisierungsprävention. Tut der Staat, tut auch die Bundesregierung, vertreten durchs Familien- und Jugendministerium von Frau Schwesig, genug? Ich möchte mal so beginnen. Bei uns wird Repression überbewertet und Prävention unterbewertet. Wir geben zu viel Geld aus, zu viel Aufmerksamkeit für Repression, insbesondere wenn es spektakuläre Gewalttaten gibt. Dann ruft alles nach Repression und mehr Polizei und bessere Ausstattung und Ähnliches. Und die Polizeigewerkschaften werden dann ganz aktiv. Mhm. Während Prävention ist sehr viel leiser, sehr viel lautloser, sehr viel weniger an Erfolgen messbar und von daher unterbewertet. Richtig ist aber auch, und das Beispiel zeigt es ja, dass Prävention
sagen wir mal, das Verhindern von Straftaten, das Verhindern vom Abgleiten aus gesellschaftlichen Normen eminent wichtig ist und dass man frühzeitig beginnen muss, bis hin zu Arbeit mit islamistischen Häftlingen, also an Endpunkten. Denn die verlassen irgendwann auch mal die Haftanstalten und dann wollen wir alle hoffen, dass die keine Straftaten mehr begehen und nicht im salafistischen Diskurs wiederum landen. Das heißt, ich will damit sagen, wir tun eigentlich auf dem gesamten Feld der Prävention zu wenig. Und von daher, auf der politischen Ebene muss man darauf hinweisen, Repression ist wichtig, ich will das ja nicht gering schätzen. Mhm. Repression ist wichtig, aber Prävention ist mindestens genauso wichtig. Und gibt es dafür genügend Mittel? Ich denke nein, insgesamt nein. Ich habe mir auch mal das Programm von Frau Schwesig angesehen. Für das Jahr 2016 gibt es dort gut 50 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin. Wenn Sie 3000 Polizisten in der Bundespolizei einstellen, kommen Sie bei 90 oder 100 Millionen an. Das heißt, hier an dem Beispiel sehen Sie, bei Repression, also Polizisten einstellen, hier in diesem Falle in der Bundespolizei, geht das relativ zügig und schnell. Man kann damit auch politische Effekte erzielen. Wir sind stark, wir tun was, wir stellen Polizeibeamte an die Bahnhöfe und sonst wohin. Während Prävention ist auch in Ihrem Falle dann eher lautloser und nach meinem Dafürhalten müsste mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, mehr Expertise investiert werden in den Bereich Prävention. Stattdessen, Frau Schwesig, statt dass mehr investiert wird, wird gerade der Haushaltsposten im Haushaltsentwurf 2017 um 8 Millionen gekürzt, der sich unter dem Titel Jugendmigrationsdienste versteckt. Warum wird das gemacht? Wenn Sie doch gerade gesagt haben, das sei so wichtig. Das stimmt so nicht. Wir haben den Haushaltstitel, den wir immer hatten, fortgeführt. Und im letzten Jahr hat der Haushaltsausschuss noch mal wegen der mehr Flüchtlinge zusätzliches Geld gegeben. Genau, diese das 8 nehmen Millionen. Sie jetzt wieder weg. Nee, wir haben ganz klar, setze ich mich dafür ein, dass die Parlamentarier das wieder anheben. Herr Schäuble hat es so gemacht, dass sozusagen mehrere Titel, die im Haushaltsausschuss dann noch mal draufgepackt worden sind für Flüchtlinge, jetzt nicht in den Haushaltsverhandlungen genehmigt hat. Und wir sagen, das wollen wir dann noch mal in den Nachverhandlungen, dass das Parlament macht, machen. Das ist der Jugendmigrationsdienst, worüber Herr Jaschke gesprochen hat, diese präventive Arbeit. Und ich bin Ihnen dankbar, dass es endlich mal einer sagt, dass es darauf ankommt. Da gibt es die gute Nachricht, das Programm von 50 Millionen wird jetzt im Haushalt auf 100 Millionen verdoppelt. Das ist das Ergebnis, deswegen habe ich dem Haushalt auch zugestimmt, damit wir die Möglichkeit haben, diese Präventionsarbeit letztendlich zu machen. Herr Ahrens, kommt bei Ihnen sowas an? Merken Sie das, die Sie befasst sind mit einer Situation, die Sie zum Beispiel auch sagen, dass ich bin froh, dass diese vier Rädelsführer aus der Unterkunft jetzt nicht mehr in Bautzen sind. Sie also auch sehen, da ist eine Problemlage, mit der Sie irgendwas machen müssten. Ja, das ist, also nur noch mal zur Bestätigung, das ist wirklich so. Da, das finde ich gut, dass sie nicht mehr da sind, weil wir mit denen vor Ort gar nicht adäquat umgehen konnten. Ein Teil des Ergebnisses haben wir ja gesehen. Inwieweit man die Präventionsarbeit, beurteilen sollte, ich sag mal, es wäre sicherlich sinnvoll, da mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wobei das ausdrücklich eben nicht auf Flüchtlinge bezogen sein soll, sondern allgemein Prävention im Bereich Jugend. Das ist übrigens ein Thema, was mich ohnehin umtreibt. Ich bin mal gefragt worden im Rahmen eines Interviews, die Frage wurde 5-mal insgesamt gestellt, was ich denn nun speziell für Flüchtlinge tue. Und ich habe immer gesagt, nichts. Weil ich mache nichts speziell für Flüchtlinge. Ich mache was für die Leute, die in Bautzen leben. Da ist es mir relativ egal, wo die herkommen. Mhm. Das wollte ich damit eigentlich transportieren, ist aber nicht so richtig durchgedrungen, jedenfalls nicht bei den ersten Anläufen. Und das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können uns nicht hinstellen und immer nur so tun, als ob wir sozusagen einen Teilbereich jetzt als besonders wichtig sehen und uns von diesem Thema treiben lassen. Wir müssen uns angucken, wie sieht die gesamtgesellschaftliche Situation aus. Was mir auf diesem Abend am Kornmarkt auch ganz oft von normalen Bürgern gesagt wurde, dass sie gesagt haben, plötzlich ist Geld da und früher wurde immer gesagt, es ist kein Geld da. Ich habe dann immer die Gegenfrage gestellt, haben Sie denn durch die Flüchtlingssituation eine Beeinträchtigung Ihrer persönlichen Lebenssituation? Da sagen die schon, nein, das ist nicht so, dass wir deswegen jetzt weniger Geld kriegen. Aber es stimmt uns schon sehr nachdenklich, dass in der Situation so viel Geld in die Hand genommen wird oder zur Verfügung gestellt wird. Währendgegen, wenn wir vorher gewisse Sachen uns gewünscht haben, immer gesagt wurde, ist kein Geld da. Das ist ein Argument, das kann man relativ schwer entkräften, sage ich mal so ganz offen.
ist aber, wie gesagt, und deswegen betone ich das immer so, dass wir, die Aufgaben, die wir haben, haben wir unabhängig von der Frage, ob das Leute aus Libyen, Syrien oder sonst wo, aus Sachsen oder sonst wo sind. Mhm. Die Fragen müssen vor Ort gestellt werden und entschieden werden, und zwar für alle, die da sind. Aber vielleicht können wir sagen, Herr Ahrens, dass wir uns schon verabredet haben, dass wir aus diesem Präventionsprogramm, was ja eben, wie gesagt, jetzt sogar verdoppelt wird, Geld zur Verfügung stellen wollen, um zu überlegen, was kann man in Bautzen tun, um die Zivilgesellschaft, und da ist es dann egal, ob Einheimische oder Flüchtlinge, genau, nochmal zu stärken, Projekte nochmal vor Ort zu starten, damit die wieder sichtbar werden, damit eben nicht nur die Rechtsextremen sichtbar sind. Und da haben wir schon konkret Themen auf dem Tisch. Wir haben in Bautzen seit geraumer Zeit keinen Jugendtreff mehr, keine Jugendclubs oder sowas. Das war eines der ersten Themen, was ich mir auf die Agenda gesetzt habe. Und da wollen wir unbedingt wieder Angebote schaffen. Entschuldigen Sie, wenn ich da wirklich... Als die Mauer fiel, ja, wenn wir uns mal erinnern, da war dann das Thema, oh Mensch, es gibt ja auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ganz viele Rechtsextreme. Alle so aus deren Ding, wo kommen die eigentlich her und so. Und seitdem beschäftigen wir uns mit diesem Thema, und jetzt sagen Sie, es gibt in Bautzen keinen Jugendclub, wo eigentlich, da muss ich jetzt auch gar nicht so ein großer Sozialwissenschaftler sein, um zu wissen irgendwie, Mensch, wenn es so schwierig ist alles, und so ein Jugendclub ist das allererste, was man hat, weil dann treffen die sich irgendwo und dann vielleicht noch ein paar Sozialarbeiter, die da hingehen und sich um die kümmern und so. Das wird dann aber alles weggespart. Da haben die Leute, Sie haben es ja eben auch angedeutet, natürlich völlig recht, die sauer sind und sagen, er spart ja uns hier alles weg, irgendwie alles wird gekürzt, Polizisten werden gekürzt, Schulen werden gekürzt, Jugendclubs werden gekürzt und so. Dann kommen praktisch Asylbewerber, wir haben hier tierisch Stress und jetzt das ganze Geld da und ihr repariert hintenrum. Das ist dysfunktionale Politik. Ich meine, das ist einfach, da haben die Leute recht, wenn sie dann, also wenn ausrechnet ich das jetzt sage, aber da wäre ich auch Protestwähler sozusagen, würde sagen. Aber er will doch jetzt als Bürgermeister, ja, aber er ist ja noch nicht so lange im Amt, als Bürgermeister hat es er... Es ist immer einer neu im Amt, der kann nichts für das, was früher war. Er als Bürgermeister hat jetzt erkannt oder sagt sich, das kann nicht sein, dass meine Stadt keinen Jugendclub hat, da hat er recht, und sagt, von den Mitteln, die ich habe, und die hat er, mache ich jetzt einen Jugendclub, und das ist gar nicht bezogen auf die Flüchtlinge, sondern bezogen auf die einheimischen Jugendlichen, damit die nicht zu den Angeboten der Rechtsextremen gehen. Das ist doch, finde ich, jetzt was ziemlich Gutes. Und ich will noch einmal was sagen mit dem Geld. Die Bevölkerung sagt aber völlig zu Recht, wir erwarten, dass ihr die Flüchtlinge gut integriert. Das ist den meisten ganz, ganz wichtig. Und die Integration kostet nun mal Geld. Das wäre ja irgendwie auch von uns unehrlich, wenn wir nicht zugeben würden, mehr Kitas, mehr Schulen und die Unbegleiteten in der Kinder- und Jugendhilfe kosten Geld. Deswegen stellen wir auch Geld als Bund jetzt zur Verfügung. Aber am Ende, das friedliche Zusammenleben in unserem Land wird auch davon abhängen, ob es uns gelingt, dass Flüchtlinge gut integriert werden und dass sie letztendlich hier mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gut zusammenleben. Und glauben Sie, das wird gelingen, Herr Kretschmer, wenn Sie doch diese vielen Stimmen hören, die Herr Ahrens auch zitiert hat, die wir vielleicht auch im Film gesehen haben, die alle sagen, wir wollen das überhaupt gar nicht, wir wollen die im Zweifel gar nicht integrieren? Doch, ich glaube schon, weil die überwiegende Anzahl der Themen, der Flüchtlinge, die da sind, die Menschen, die helfen, sind ein ganz anderes Bild. Und das sind leider diese negativen Bilder, die wir sehen, über die wir uns ärgern, zu Recht. Und wo wir angreifen müssen und sagen, so nicht. Ich glaube, wenn wir weiter an den Problemen arbeiten, die wirklich vorhanden sind, beispielsweise, dass Menschen zu uns kommen, die hier keinen Anspruch haben, die trotzdem sich auf den Weg machen. Wenn also SPD und Grüne jetzt im Bundesrat endlich den nordafrikanischen Länder als sichere Herkunftsländer ausweisen, wenn wir bei Abschiebungen konsequenter und schneller vorangehen, wenn wir bei denen, wo Integration irgendwie schwierig ist, die sich verweigern, wirklich konsequent sind und Stoppschilder aufstellen, dann wird das gelingen. Da bin ich ganz sicher. Diese 1 Million Menschen, von denen vielleicht am Ende die Hälfte hier bleibt, das kann dieses Land leisten, das muss es auch leisten. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland, wir sind ein reiches Land, wir können das machen, wenngleich ich auch sagen muss, die Hilfe muss in Zukunft viel mehr in den Regionen ansetzen, wo die Menschen herkommen. Das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung aus den letzten 24 Monaten. Wir können nicht 1, 2, 3 Millionen Menschen hierher holen. Wir müssen die Hilfe vor Ort machen, aber daran sind wir ja auch schon. Herr Jaschke, Jugendclub oder Abschiebung? Was hilft mehr? Zunächst einmal ein Jugendclub in einer 40.000 Einwohnerstadt, das habe ich immer für selbstverständlich gehalten. Insofern wäre das ja ganz, ganz dringend. Also wir haben ein soziokulturelles Zentrum, wo die sich auch treffen können. Aber ich meine eben auch Orte, wo die sich mal alleine treffen können, ohne irgendwas sozusagen machen zu müssen, konsumieren zu müssen etc. Das haben wir in der Form nicht mehr und das fehlt definitiv. Wollte ich gerade sagen, eine jugendkulturelle Infrastruktur, wo Sozialarbeit gemacht werden kann, wo Angebote gemacht werden können, wo Jugendliche sich selbst organisieren, ist unerlässlich, gerade in einer Stadt mit 40.000 Einwohnern. Wie war der zweite Teil der Frage? Die Abschiebung, ob das mehr hilft?
Nein, das muss man trennen. Abschiebung ist ein anderes Thema. Es geht hier um die Frage der sozialen Integration, wobei ich, Herr Kretschmer, auch nicht Ihrer Auffassung bin, dass Migranten so eine generell eine Art Bedrohung darstellen. Das habe ich so wahrgenommen. Eine Last darstellen. Das ist nicht so. Was erhöht aber die Toleranz? Die Toleranz erhöht sicherlich ein Miteinander, was von der Zivilgesellschaft getragen ist, ein Miteinander, was Arbeitsmöglichkeiten gibt oder Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Das halte ich für ganz zentral und für ganz wichtig. Und die Politik und die Gesellschaft müssen alles tun, um Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Integration durch Beschäftigung, Selbstwertgefühl durch Beschäftigung, Anerkennung durch Beschäftigung, durch Arbeit, das ist ein zentraler Punkt. Das abgeschoben werden muss in dem Augenblick, wo jemand kein Asylrecht hat, in Länder, wo abgeschoben werden kann, wo keine Verfolgung droht. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, löst aber nicht eigentlich unsere Probleme. Nein, aber die Akzeptanz von dieser ganzen Hilfe erhöht sich dann, wenn den Leuten klar ist, die wirklich hier sind und die es wirklich geht, die haben den Anspruch, die sind wirklich in Not und die anderen, da kümmert sich der Staat darum, dass sie entweder nicht hierher kommen oder dass sie schnell unser Land wieder verlassen. Dann ist das klar. Und man muss Asyl und Flüchtlinge und Arbeitsmigration auch klar trennen. Das sind zwei Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Super, Herr Kretschmer, haben Sie vollkommen recht. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum die Union seit ewigen Zeiten ein Einwanderungsgesetz blockiert in Deutschland. Anderes Thema. Das ist wirklich ein eigenes Thema. Ist aber was, genau, was ich, und dass wir heute nicht mehr diskutieren können, Herr Seit den 90er Jahren Schwesig, frage ich mich meine das. Herren. Danke, dass Sie da waren. Wir haben damit angefangen, rüberzugeben zu den Tagesthemen, hören damit auch wieder auf und fragen Thomas Roth, wie ist es weitergegangen? Was wisst ihr jetzt genaueres und noch immer spezielleres über die Wahl in Berlin? Ja, Anne, wir wissen auf jeden Fall genaueres. Es ist wohl klar, die SPD stellt in Berlin weiterhin den regierenden Bürgermeister. Wer mitregieren wird, das ist bislang noch unklar. Aber es scheint dann eben doch einen ziemlichen Hang zu Rot-Rot-Grün zu geben. Und wir fragen bei CDU und CSU nach, was denn dieses katastrophale Abschneiden der CDU für den weiteren Kurs der Union bedeutet. Alles gleich jetzt in den Tagesthemen. Jetzt in den Tagesthemen, das war unsere Sendung. Nächsten Sonntag wieder 21:45 Uhr. Bis dann. Tschüss.